Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu Spellforce. So, ich lese mal direkt weiter. In seiner Nachricht sprach euer Meister von einem Allfeuerknoten, die er nicht weit von hier entdeckt hatte. Jetzt, da ihr euch in seinen Turm eingerichtet habt, ist es an der Zeit, danach zu suchen. Eifrig durchsucht ihr seine Schriften nach jedem möglichen Hinweis auf den Ort der Quelle. Okay. Sie muss sich in der Nähe des Turms befinden. Sonst hätte euer Meister nicht sein Heim hier eingerichtet. Endlich findet ihr eine Wegbeschreibung im Gremorio eures Meisters. Die Quelle ist schon mal ein Fußmarsch vom Turm entfernt. Aber wie greift man auf das Altfeuer zu? Wie viele zu ihren Leibwesen herausfinden mussten, können Sterbliche das Altfeuer nicht berühren, ohne von ihnen aufgezehrt zu werden. Der Zirkel hat erst vor kurzem herausgefunden, wie man seine Kraft meistern kann. Und seine Mitglieder werden dieses Geheimnis an niemanden anderen weitergeben. Aber euer Meister hat einst eine seiner Theorien beschrieben. Einen magischen Kanal durch die Beschwörungen eines ätherischen Wesens, das hier in den Altfeuer verschmelzt und die Verbindungen damit auch dann aufrechterhält, wenn sie verzehrt wurde. Sollte man in der Lage sein, das Altfeuer in sich selbst aufzunehmen. Ein Irrlicht könnte dafür dienlich sein. Ein ätherisches Wesen, das von Magiern oft als Kundschafter oder Bote eingesetzt wird. Beschwören wir ein Irrlicht und versuchen es. Ja. Lässt die Rüstung aller Einheiten. Ja. Truppen aufteilen. Ah, Trupps, die sich mehrere Einheiten enthalten, können aufgeteilt werden. Dafür wählt ihr über Bewegungspunkte Knopf unter den Patrouillen zu Einheiten und abtrennen zu können. Bewegt die ausgewählte Einheit auf den neuen Hexerfeld, um einen neuen Trupp zu erstellen. Ursprünglich Trupp wird den alten Ort bleiben. Okay. So, Erze abbauen. Erntearten. Eine Einheit, die den Trupp kann ernten oder abbauen. Bewegt sie über einen passenden Ort und wählt die Fähigkeit aus, die Aktionsleiste aus, um sie damit zu beginnen, Zutaten zu gewinnen. Ernten abbauen, dauern mehr Runde, bla 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 bla. Was ist das? Grab deinen Nord. Dann warten wir mal. Einheiten regenerieren täglich plus 50%. Okay. Zusätzliche Ausbildung. Kann ja also nur keine Arbeiter. Nein! Der sollte doch nicht zurück. Der sollte doch die Ader da machen. Wir bilden aus. Noch ein Goblin.
So, dann haben wir nachher wenigstens eine Armee. Kann noch dazu kommen. Warte auf Befehle. Warten. Woche der Wächter. Reisen werden von Wächtern gesegnet, da viele versuchen, nahegelegene Tempel zu besuchen. Fraktionseffekt. Alle eure Einheiten verfügen über ein Weltkartenbewegung. Ja, das ist natürlich geil. Nicht weit von eurem Turm entfernt habt ihr eine Gestalt mit Kapuze ausgemacht, die euch aus einem kleinen Wäldchen heraus beobachtet. Weiß der Zirkel bereits von euren Anwesenheit in diesem Ort? Die Gefahr können wir näher angucken. Brauchen wir Waffen. Ihr wisst, dass ihr bislang Milizen in der Nähe eines Wachturms unterhält. Vielleicht könnt ihr Hilfe bekommen. Reden wir mit ihnen. Reden wir doch erstmal mit denen. Ein paar Soldaten hängen vor den Wachturm herum, aber es ist keine richtige Wache aufgestellt worden. Als sie euch näher kommen, stehen ein paar von ihnen auf, aber sie sind unsicher auf den Beinen und offensichtlich mehr als nur ein bisschen betrunken. 5 Gold bietet ihnen Gold, um an sich in Reihen anzuschließen. Ermahnt sie und ihre Pflichten nach vernachlässigt haben. Beeindruckt sie mit Magie. Mana habe ich ja gerade ein bisschen da. Das müsste Mana sein. Ein bärtiger Mann in der verbeulten Brustplatte kratzte sich am Kopf. Ich weiß nicht. Wir haben wirklich ein nettes Leben hier draußen. Dem Baron ist es egal, was wir machen. Die Stadt zahlt unser Sold und niemand ärgert uns. Eure Sache klingt nach Menge gefährlicher Arbeit. Roten Sie mit dem Baron. Die Soldaten lachen freudlos. Was? Glaubt ihr, das kümmert jemanden? Der Anführer schnaudert. Der Baron ist seit Monaten nicht mehr vorbeigekommen und Banditen ziehen ungehindert durchs Land. Die Leute beschweren sich jeden Tag. Ihr Weinen trifft auch taube Ohren. Okay. Halsabschneider. Der Anführer starrt gierig auf den Beutel voll Münzen. Ich schätze, das wäre genug, um es für den Lohnsetz zu machen, antwortet er. Die Soldaten fangen an, ihre Ausrüstung zu packen. Geht voran, Magier. Wir folgen euch. Exzellent. Duane. In der geschäftigten Stadt der goldenen Felder gibt es zahlreiche betriebsame Märkte und schäbige Bierstuben. Es ist eine lebendige Stadt, die dank fruchtbarer Ernten floriert. Leider wurde die Region in den letzten Monaten von Ungeziefer heimgesucht, aber auf den Märkten kann man noch immer den Duft einer Fülle von Weizen genießen, die zu verschiedenen köstlichen Backwaren verarbeitet werden. Sicher ein Besuch wert, ja. Ibishöhle. Okay. Was sind das? Halsabschneider? Was machen die denn? Fähigkeit. Ja. Der geht erstmal in den Turm.
Der Bergbauarbeit. Und die? Wer wartet auf Befehle? Der. Runde beenden. So, jetzt müsste ich mal aufpassen, was ich für Ressourcen hier verwende. Ja. Angreifen. Schlacht beginnen. Bisschen leveln. Oh, die gehen raus. Das finde ich gut. Rausgegenstände. Kampf und über das links bla bla bla. Aha. Wir haben Bier. Aha. Plus Willenskraft, okay. Ausführen. So. Gut, das ist doch schön. Die wollen flankieren oder was? Die erstmal töten. Und die auch erstmal töten. Töten. Läuft doch. Das war doch ein schöner Sieg. Vor allem ging auch schnell zügig. Und ich glaube... Ja, das ist nett. So, und da wartet ihr jetzt mal. Dann Runde beenden. Ihr werdet spät nachts von einem Rütteln an der Tür geweckt. Von Fenster aus könnt ihr eine Gestalt mit Kapuze sehen, die nervös den Weg zu eurem Turm beobachtet. Als ihr euch sieht, winkt er hektisch und ruft: Rasch öffnet das Tor. Im Namen eures Meisters, sie sind hinter mir her. Öffnet die Tür. Nachdem sie sich eilig durch die Tür geschoben hat und sich hinter sich verriegelt hat, sinkt die Person, ein Mann an die Wand gelehnt, zusammen und keucht: Ich bete, dass sie meine Spur nicht gefunden haben, sonst sind wir alle verloren. Er kommt langsam wieder zu Atem und schlägt seine Kapuze zurück, erst älter, als ihr gedacht hattet, und sein Bart beginnt bereits zu ergrauen. Entschuldigt, wo sind nur meine Manieren? Murmelt er. Ich weiß, wer ihr seid. Unser Meister sprach in den höchsten Tönen von euch.
Aber ihr fangt euch zweifellos. Aber ihr fragt euch zweifellos, wer bin ich? So ist es. Ich bin Florian Eisenbieger. Ich habe unter euren verstorbenen Meister studiert. Um Erdmeister zu werden, sagte er stolz. Hier ist der Beweis unserer gemeinsamen Arbeit. Er reichte euch einige dicht beschriebene Seiten, die Texte an vielen Stellen mit Notizen in der Handschrift eures Meisters versehen. Beschäftigt sich mit der Arbeit an verschiedenen Erzen und Metallen. Sagt mir, was ist mit unserem Meister geschehen? Es ist zugegebenermaßen eine abenteuerliche Geschichte. Er setzt sich an den kleinen Tisch neben den Eingang zum Turm. Wollt ihr, dass ich euch alles erzähle oder was mir der Forschung unseres Meisters passiert ist, nachdem der Zirkel ihn erledigt hatte? Ich habe Zeit. Erzählt mir alles. Bringt direkt zum Ende, bitte. Direkt zum Ende, bitte. Gut. Eure Tagesreise von hier. Nicht weit von dort liegt ein Turm, in den Truppen des Zirkels schon lange als Basis verwendet. Ich bin mir sicher, dass die Seiten mir die wertvollen Forschungen unseres Meisters dorthin gebracht haben. Es ist mir gelungen, ein paar der ehemaligen Diener unseres Meisters zu sammeln, aber unsere Truppen sind nicht stark genug, um es mit den Untergebenen des Zirkels aufzunehmen. Ich flehe euch an, bitte helft mir, den Erbe unseres Meisters zu bewahren. Ich biete euch sogar meine Dienste an, wenn ihr mir helft, seine Forschungsnotizen zurückzubekommen. Bitte gemeinsam können wir die Truppen des Zirkels besiegen. Das Werk unseres Meisters muss bewahrt werden. Stimme dem Meister zu, oder? Ich muss sie haben. Okay, das ist ein Turm. Okay. Ich weiß ja nicht, wie groß maximal so ein Trupp sein darf. Lehrlinge und Helden. Lehrlinge und Helden sind einige der stärksten Einheiten ins Spiel und in jedem Trupp seinen Platz für sie reserviert. Die Gesamtkampfkraft deutlich erhöht. Beide können magisch Artefakte bei sich tragen und auch selbst über mächtige Zauber verfügen. Lehrlinge sind darüber hinaus in der Lage, eine Loge zu bauen, die euren magischen Einfluss verbreitet und ringsum eure Domäne erweitert. Okay. Okay, das ist interessant. Ah, da ist ein Platz für einen Anführer bei. Das hier wäre ja schon so ein Kampftrupp. Ich weiß nicht, wie weit ich damit hin muss, um das zu machen. Ich geh mal dahin. Ah, verstehe.
Macht das Sinn, wenn ich das da baue? Und da dann noch, da sind Goblins bei, dann krieg ich da noch... Die sollen hier noch ein bisschen warten. Runde beenden. Oha. Ja, okay, die heilen sich da. Das ist doch schon mal super. Dann Attacke, oder? Heldenhafter Sieg. Da können wir ja... automatisch abhandeln. Gut. So. Oder vielleicht da? Jetzt baue ich da mal. Gucken. Gucken, was das bringt. Altfeuereinfluss. Dieser Bildschirm zeigt den Einfluss eurer Altfeuer auf der Grundlage eures Zugangs dazu aus. Ihr könnt eure eigene Energie aufteilen, Mana, Zauberer wirken, Forschung, bla bla bla. Ha? Machen wir mal erst eine Forschung, ne? Und Turm. Turmstufe. Studierzimmer bauen. Das ist nett, dass das dann oben blinkt, wenn ich da was machen kann. So, die warten. Runde beenden. Das ist doch nett. Pflanze ernten. Was du da machen kannst. Nichts. Gut, gucken wir mal, was dieser Turm bringt. Wir haben keine Angst. Das kämpfen wir doch mal. Conquest of Eon. Okay, betäubt. Defensiv. Okay, die sind noch nicht in Reichweite. Bewegen. Die sind, glaube ich, ein bisschen immun, kann das sein? Kann nichts machen. Okay, dann, Runde beenden. Nee.
defensiv. Und die gehen auch defensiv. Fernkampfangriff, Nahkampfangriff. Gehen einen Schritt zurück und dann schießen sie auch drauf. So, Runde beenden. Das wird hart. Nee, das überleben die nicht. Brennend. Okay, das ist schon mal gut. Denn... Oh nein, die gehen auf meine Bogenschützen. Okay. Die bieten sich halt an. Schön auf Distanz bleiben. Gewonnen. Das ist schlecht, aber dass ich zwei Truppen verloren habe, deswegen. Okay, ich habe sowieso zu viele Truppen. Also von daher wird das schon passen. Okay, Level 3 Goblins haben wenigstens überlebt. Willenskraft, mehr Beute. Sonst. Ihr durchsucht alle Räume im Turm des Zirkels, bis ihr die Forschungsunterlagen eures Meisters auf einen Tisch ausbreitet findet. Wie versprochen hat er darüber geschrieben, wie ihr eine weite, größere Menge an Altfeuer mit euren Turm als Fokus lenken könnt. Ihr überfliegt den Text und versteht gerade mal die Hälfte davon, aber das Potenzial ist übersehbar. Ach, übersehbar. Diese Methode hätte ihn weit näher an den Meisterschaft über das Altfeuer gebracht und den Zirkel Konkurrenz gemacht. Kein Wunder, dass sie ihn aufhalten wollten. Sie hatten Angst, dass er könnte ihnen ebenbürtig werden. Und jetzt? Reißt euren Turm aus dem Boden und lasst ihn frei durch die Luft schweben. Okay. Forschung auswählen. Gold aufspüren. Haben wir überhaupt so viel? Wir haben ja gerade nichts. Keine Forschung. Wir können doch nichts forschen, da wir nichts haben. So, den Kampf machen wir noch.
automatisch handhaben. Ruf verbessert. Okay. Forschung werden. Investiere, ja, warum nicht? So, liebe Freunde, da würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denn ich habe das Spiel jetzt gut ausgetestet und ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Und nochmal danke an THQ Nordic für das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schrank. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.